es ist kein Unternehmen am Ziel, dass quasi, kannst du sagen, sie sind komplett durchautomatisiert. Ihr mögt es vielleicht schon erahnen, im heutigen Podcast geht es um E-Commerce Automation. Gesprochen habe ich mit dem Reto Baumgartner, Teilhaber von der MySide, einer E-Commerce Automation Agentur und auch Co-Autor von der gleichnamigen Studie, nämlich im E-Commerce Automation Report 2023, zusammen mit der FHNW. Wir haben das Ganze draussen aufgenommen. Ich hoffe, es hat eigentlich alles gut geklappt und ist jetzt im Endschnitt gut gekommen. Es hat hier und da ein paar technische Fehler gegeben mit dem Mikrofon. Ich hoffe, ihr mögt uns das verzeihen. Wir haben es versucht, so gut wie möglich rauszubügeln. Viel Spass beim Zuhören und würde euch sogar empfehlen, schaut rein, weil es ist eine wunderschöne Location im Garten von meinem Gast. Viel Spass! Marketing Booster, der Podcast zum Luege, Lese und Losse. Produziert von Beyonder, deiner Agentur für contentgetriebenes Marketing. Grüezi miteinander zu einer neuen Folge von Marketing Booster. Eigentlich könnte man sagen MySide Talk, weil das ist ein Format, wo ich von meinem heutigen Gast quasi wie geklaut und übernommen habe. Oder viele haben es mittlerweile geklaut und übernommen. Ich habe heute hier den Reto Baumgartner, er ist Teilhaber von der MySide und Co-Autor von der E-Commerce Automation Report 2023 von der FHNW. Und das ist das heutige Thema, wo wir darüber sprechen wollen. Hallo Reto. Hallo Chris. Schön, bist du da. Ja, danke, dass du mich zu dir in den Garten eingeladen hast. Und für alle, die es nur zulassen, ich empfehle mal einen Blick auf den Blog zu werfen oder auch auf YouTube, weil der Garten von dir daheim, der ist schon sehr, sehr schön. Und ich hoffe, dass alles da mit dem Remote aufnehmen klappt, weil es ist quasi mein zweiter Versuch und ich hoffe, es kommt gut. Sehr gut. Ich fange immer mit ein paar Persönlichkeitsfragen an, Reto. Wir zwei kennen das schon sehr lange. Ich habe lange bei euch arbeiten. Und ganz viel, was ich da heute mache, habe ich dir zu verdanken. Aber die meisten von den Hörern und Hörerinnen kennen dich nicht. Und ich habe immer so drei Fragen mitgebracht. Und eine davon ist, was war der schlimmste Job, den du jemals hast gehabt? Der schlimmste Job? Da könnte ich ein paar aufzählen. So Ferienjobs, die man gemacht hat während der Schulzeit, während der Kante. Und einen, der sehr besonders in Erinnerung geblieben ist und auch speziell ist, weil er eigentlich in den Büros war, wo wir heute sind, in diesem Gebäude, in diesem ehemaligen Industriegebäude, bei der Firma Nussbaum. Ja, da konnte ich mal einen Ferienjob machen, wo dort noch Produktion war. Und da bin ich zwei Wochen lang an einer Maschine und hatte auf der einen Seite ein Palett mit Teilen, die noch kein Gewind hatten, und auf der anderen Seite ein Palett, wo die Teile dort reinkamen, wenn sie aus der Maschine rausgekommen sind und ein Gewind hatten. Und mein Job war, das Teil zu nehmen, die Maschine aufmachen, das Teil rein, dann ist das Gewind gefräst worden, die Maschine rauf, das Teil raus und auf diese Seite. Und vor mir war, das weiss ich noch ganz genau, vor mir ist so eine Säule und dort war eine Uhr drauf. Das heisst, ich war zwei Wochen lang an dieser Maschine, Uhr vor dem Gesicht, und die Zeit ist nicht vorbeigegangen. Es ist wirklich nicht vorbeigegangen. Und das war für mich ein Job, der wo ich in sehr guter, schlimmer Erinnerung habe. Aber es ist witzig, weil ich heute dort ist der Sitz von der MySide, dort sind wir daheim und dort haben wir heute unsere Büros. Darum ist es recht. Ich bin baff, weil ich denke, ich lerne etwas Neues für den E-Commerce Automation Report, oder? Und dann erzählst du mir etwas, 10 Jahre haben wir miteinander gearbeitet und ich habe nicht einmal die Story gehört. Wir sind doch 8 Jahre zu dieser Zeit in dem Büro gewesen. Ja. Von dem her, die hast du noch nie gross erzählt. Nein. Ja, das ist gut. Also für alle, die sonst, die musst du dann intern noch teilen. Aber andere Frage, was war deine letzte gute Tat gewesen? Letzte gute Tat? Ich habe gestern zu oben, relativ spontan, einen guten Freund von mir an ein Konzert eingeladen auf Solothurn. Und in der letzten Zeit haben wir nicht mehr so viel Zeit gehabt. Und gestern war wieder mal so ein richtig toller gemeinsamer Ausgang gewesen. Und wir haben es total gut gehabt. Wir haben ein riesen Fest gehabt und hat uns zu wenig, glaube ich, sehr gut getan. Das ist super. Und jetzt sind wir so ein bisschen, eine von den speziellen Fragen, die immer ein bisschen rotiert ist, so bei dir, was ist das skurrilste Erlebnis, das du hast jemals gehabt? Also, etwas, was mir in den Sinn kommt, ist aus der Ferien, letztes Jahr. In der Sommerferie sind wir 2 Wochen auf einem Segelschiff gewesen, mit den Kindern. Und dort ist einmal zu oben sind wir in einer Bucht gewesen, geankert, am Nachtessen, es war schon dunkel gewesen. Und
dann ist plötzlich aus dem Dunkeln ist jemand schwimmen gekommen. Eine Frau ist auf unser Schiff zugeschwommen und hat aus dem Wasser raus, uns gefragt, ob sie ein bisschen Wasser haben darf. Die hat dort. Und dann haben wir sie aufgebeten und das Schiff. Und dann haben wir ihr geredet. Sie hat sich erst schlecht Englisch können. Aber wir haben es trotzdem so viel unterhalten. Und sie hat dann auch sehr gerne mitgegessen. Sie hat sehr Hunger gehabt. Und hat ganz viel getrunken. Und nachher irgendwann ist sie wieder weiter. Hat sie gesagt, sie geht wieder weiter. Ist wieder ins Wasser und ins Boot gesprungen. Und ihr hat uns gesagt, sie schwimme um die Insel. Aber sie hat sehr schlecht können schwimmen. Und von dem her haben wir uns gedacht, was ist jetzt da genau passiert? Es ist unmöglich, eben mitten in der Nacht um die Insel zu kommen. Es ist undenkbar, weil das ist wirklich nichts gesehen. Und die hat uns dort so Fragen zurückgekommen und gedacht, schräg. Aber es ist dann doch nicht so gewesen, dass wir gefunden haben, ja, du bleibst jetzt hier bei unserem Schiff und schlafen, ja. Weil irgendwie ist es ein bisschen komisch geworden. Sehr schräge Geschichte. Wirklich schräg. Also gehen wir mal von der schrägen Sache weg hin zum eigentlichen Thema der E-Commerce Automation Report. Wer bist du, wo kommst du her? Du bist seit 25 Jahren Teilhaber von einer Webagentur, MySign in Olten. Und du hast ja nicht nur mit MySign eigentlich mitgegründet, sondern du hast auch Startups wie Linsenmax, was ein sehr erfolgreicher Online-Shop für Kontaktlinsen ist, und Eventfrog mitgegründet, wo vielleicht viele aus der Eventbranche kennen. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein E-Commerce Automation Report / Studie mit der FHNW zu machen? Übrigens, Vici hast du nicht vergessen. Oh, Vici habe ich noch verstimmt. Eine Videoagentur, die eigentlich das Ganze müsste hier aufnehmen und nicht ich. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Gut, wir haben ja in diesen 25 Jahren, das weißt du, wir haben jetzt von einer Webagentur immer mehr Richtung von einer E-Commerce Agentur entwickelt. Und das ist eigentlich uns auch, heute auch unser Fokus für unser Haupt- Tätigkeitsgebiet, dass wir Online-Shops konzipieren, bauen und auch betreiben. Aha. Zwar B2B wie B2C. Und auch in all diesen Projekten, die wir mit Kunden zusammen umsetzen, im E-Commerce sehen wir eigentlich immer wieder, es geht eigentlich immer darum, Sachen zu vereinfachen, zu optimieren, zu beschleunigen, Hürden abbauen, mehr Reichweite zu erreichen, das Kundenerlebnis verbessern. Also es geht immer um Optimieren und letztlich um Automatisieren. Und so sind wir echt auf das Thema gekommen. Es geht immer um die Automatisierung. Und nachher haben wir aus der Fragestellung, aus der Diskussion, haben wir gedacht, müssen wir mal schauen, wie weit ist eigentlich die Schweiz, wie weit der Tagraum, wenn so ein Problem. Also, es ist eigentlich so ein bisschen ein neuer Begriff, wo wir prägen. Das ist noch nicht so verbreitet, das Konzept der E-Commerce Automatisierung. Jeder versteht es, aber es ist als Begriff eigentlich noch nicht so etabliert. Aber ich finde, es beschreibt eigentlich perfekt, was wir eigentlich machen für unsere Kunden. Okay. Was es genau ist, werde ich nochmal schnell später ein bisschen darauf eingehen. Was mich so ein bisschen Wunder genommen hat, wenn wir jetzt heute die E-Commerce-Landschaft anschauen, so Dropshipping-Themen, überall schiessen ja E-Commerce, Online-Stores, alles mögliche aus dem Boden. Wenn wir jetzt mal einen Blick auf Nikin oder Snox werfen, dann haben wir zwei extrem junge Unternehmen, die mit extrem viel Marketing-Effort mega gutes E-Commerce machen, einen guten Brand aufbauen. Warum sollten sie beispielsweise sich mit Automation in diesem Bereich auseinandersetzen? Ich glaube, es ist so, jedes, was wir jetzt gesehen oder gesehen ist, jedes Unternehmen, jeder Shop hat Potenzial zum Sachen automatisieren. Und du hast recht, man investiert sehr viel ins Marketing, man bringt sehr viele Leute auf eine Plattform. Und nachher hinten raus kommt immer nur ein Bruchteil. Die berühmte Conversion, ja, das ist eine der wichtigsten Kennzahlen im E-Commerce. Was hast du für eine Conversion Rate? Von denen, die quasi oben in die Richter reinlässt, also auf die Webseite kommen, die tatsächlich erfolgreich etwas gekauft haben. Und es gibt hunderte von Beispielen, die zeigen, es lohnt sich eigentlich immer in die Optimierung, in die Verbesserung von dieser Conversion zu investieren. Wenn du es schaffst, von dieser Million Besucher, die du auf der Webseite hast, im Jahr, anstatt 10'000, die schlussendlich einkaufen, den Faktor zu verbessern und den kaufen vielleicht 15'000 ein, hast du eigentlich umsatzmässig einen riesen Gewinn. Im Marketing hast du nicht einen Franken mehr investiert. Also die Optimierung, die Automatisierung, die lohnt sich.
Aber redet man da nicht mehr von Marketing Automation oder ich sag mal User Experience als von der reinen E-Commerce Automation? Ja, so wie wir es jetzt eigentlich das Konzept von E-Commerce Automation anschauen, ist es eigentlich sehr, sehr umfassend. Mhm. Du hast zwei Stichworte genannt, das gehört dazu, Marketing gehört dazu als eine Dimension. User Experience gehört auch dazu als IT-Dimension, aber im Ganzen haben wir eigentlich sechs Dimensionen identifiziert, die zu dieser Automatisierung beitragen, respektive wo man kann, Potenzial ausschöpfen kann. Neben den zwei, die du genannt hast, gibt es noch Daten. Mhm. Das ist ein riesiges Thema. Datenvollständigkeit, Datenaktualität, damit der Kunde auch wirklich das richtige Produkt auswählt, kann entscheiden, ist es das, was ich will. Und Performance ist ein wichtiges Kriterium, da kommen wir nachher noch darauf zu. Dann letztlich auch die Organisation selber. Mhm. Die quasi fit für E-Commerce. So, sind Kompetenzen vorhanden, sind die Entscheidungswege sehr schnell, also auch eine Art von Automatisierung nach. Okay. Aber wenn ich so über Automatisierung, dann denkt man zuerst so an die Klassiker wie Warenkorb abbrechen oder Mailbenachrichtigungen, wo irgendwie basierend auf einem Geburtstag es einen Gucci-Code schickt. Also heutzutage bekommt man ja am Geburtstag so viele Gucci-Codes, man weiß gar nicht, wo man es bestellen soll. Hätte meistens eh keine Zeit. Das ist ja schon automatisiert. Ist denn die E-Commerce-Automation nicht einfach nur alte wie ein neuer Schläuch für euch? Ja, das kann man durchaus sagen. Es ist nicht eine neue Erfindung in diesem Sinn. Das hat es alles schon gegeben, respektive das hat man alles auch zum Teil schon gemacht. Ich glaube, was neu ist, ist an diesem Konzept jetzt, wie wir es anschauen, E-Commerce Automation, ist der gesamtheitlich, der umfassende Ansatz, wo ein Unternehmen sich selber einschätzen kann. Also wir haben ja einen Benchmark entwickelt, auf den kommen wir dann wahrscheinlich noch, wo ein Unternehmen sich selber messen kann und vergleichen mit dem Markt. Und dann sieht das Unternehmen, wo bin ich gut unterwegs, wo bin ich schlecht unterwegs, wo habe ich in diesem Fall noch Potenzial, wo muss ich vielleicht investieren in den nächsten Jahren. Und ich glaube, das ist ein sehr wertvolles Instrument, um auch intern in einer Geschäftsleitung, in einem Verwaltungsrat Entscheid fällen, wie man die E-Commerce-Strategie muss aufsetzen, allenfalls kann schärfen, anpassen und wo es sich lohnt, zu investieren. Okay, das sind ja der Benchmark deckt ja die sechs Bereiche ab, die jetzt auch im Report eigentlich ausgewählt haben. Das sind Daten, Marketing, Customer Experience, kann ich noch alle? Prozess, Organisation und das letzte ist Performance. Wenn man sich die sechs Felder anschaut, ist die Schweiz schon bereit? Also in dem Sinne ist die Schweiz bereit. Ich glaube, es ist kein Unternehmen am Ziel, als quasi kannst du sagen, sie sind komplett durchautomatisiert. Wenn wir jetzt die ganz Grossen anschauen, Zalando oder Amazon oder so, die kommen wahrscheinlich näher dran. Und jetzt zum Beispiel in Digitec Galaxus, also ich habe gestern Abend um 11 Uhr etwas bestellt, heute Morgen schon Teil davon im Briefkasten gewesen. Das ist schon höchst automatisiert. Und wenn man sich das anschaut, und du hast vorhin gesagt, dass Conversion Rate das da steigt, oder? Du hast noch eine super Customer Experience, du sagst, hey, die Nacht um 11 Uhr bestellt, am nächsten Mittag ist im Briefkasten drin. Das zahlt ja überall wieder durch positive Bewertungen etc. pp. Auf das soll es ja ein bisschen abzielen, oder? Aber das sind natürlich absolute Einzelbeispiel, die Mehrheit der Schweizer Shops und gerade B2B hat noch viel Potenzial. Ja, jetzt, man munkelt ja schon lange, Amazon will in die Schweiz kommen. Also das steht ja irgendwie, das Damoklesschwert, das hängt ja schon über der Branche seit gefühlt 10 Jahren. Wenn die kommen, dann muss man berichten. Also man muss jetzt eigentlich, jetzt ist ja der richtige Moment zum Gas geben, oder? Absolut, das sehe ich auch so. Ja. Oder das Gas geben, das hat verschiedene Aspekte. Das sind Investitionen, die man machen muss in die ganze Digitalisierung, in E-Commerce, wo wir zum Beispiel mit unserem Tool können helfen können, wo soll ich investieren? Soll ich in Shop investieren? Soll ich ins Marketing investieren? Soll ich in meine Prozesse investieren? Und so weiter. Aber es hat ja auch einen anderen Aspekt, das von die Organisation selber fit machen, das Know-how intern aufbauen, eigentlich überhaupt fit sein für die Herausforderungen, die kommen. Man kann nicht quasi, wenn man als Unternehmen heute noch wenig oder kein E-Commerce betreibt, meinen, man ist in einem Jahr Weltmeister. Das ist unmöglich. Auch wenn man
genug Kohle hat, um zu investieren, aber man muss ja auch die Organisation muss auch einen Lernprozess machen. Es müssen vielleicht intern Abläufe verändert werden und so weiter. Und ich glaube, wie du sagst, es ist der richtige Moment, um jetzt anfangen. Es ist, du kannst auch sagen, es ist der zweitbeste Moment ever, weil der beste wäre vor 5 Jahren gewesen und heute ist der zweitbeste. Also, ja. Ja, aber du könntest natürlich umgekehrt sagen, warum sollte ich noch einen eigenen Online-Shop machen? Ich habe ja auf Amazon, ich habe ja auf Digidecolaxus in Marktplätzen. Die machen das Marketing für mich. Ich bekomme einfach nur noch da eine Bestellung rein und nachher ist fertig. Absolut. Aber das ist ja, also weißt, umso grösser die Marktplätze sind, umso schwieriger wird es ja auch sein, dass du nachher nicht gefunden wirst. Also wenn du natürlich gegen die willst bestehen, glaube ich, lange Zeit einfach nicht mehr. Oder wir sind nicht in dieser Zeit wie früher, wo man einfach gesagt hat, in den 90er Jahren hatten wir einen Online-Shop und Hauptsache, du bist nach dem Namen gefunden, weil du bist der Einzige, der es anbietet. Heute musst du ja auf so vielen Orten bestehen. Also, wer heute nicht sich um das kümmert, hat das Problem. Aber das ist ressourcenintensiv, habe ich das Gefühl. Ja, natürlich könntest du theoretisch sagen, wir sind einfach nur auf dem Marktplatz. Du gibst aber einfach wahnsinnig viel ab, wo du nie mehr zurückbekommst. Du gibst die Hoheit über dein Kerngeschäft ab, indem du zum Beispiel du hast ja keinen Zugang zu den Kundendaten. Mhm. Und du hast wahrscheinlich auch tiefere Margen. Wir wissen, die Preise werden bestimmt. Und du bist austauschbar. Ich meine, wenn jetzt einer von diesen Marktplätzen morgen entscheidet, hey, das ist cool, das funktioniert gut, das machen wir jetzt selber, dann bist du weg. Und du hast keine Alternative. Also finde ich, nur sich auf Marktplätze verlassen, finde ich eine extrem riskante Strategie. Jetzt, wenn ich so ein bisschen schaue, sprich, die Leute, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht bereit sind, sollen sie unbedingt den Benchmark machen. Der ist in den Shownotes verlinkt. Also schaut da unbedingt drin rein, dass ihr mal testen könnt, ob euer Online-Shop dafür bereit ist. Jetzt, was man ja in der Pandemie gesehen hat, mega viele Online-Shops sind aus dem Boden gespreist. Also, die hatten einen riesen Aufschwung gehabt, alle haben Rekordumsätze gemacht, alle haben investiert. Aber jetzt sind wir irgendwie so gefühlt im Tal der Tränen. Die Leute kaufen da lieber wieder offline. Die wenigsten Online-Shops haben aber jetzt wahrscheinlich Kraft aus eigenen Mitteln, das zu stemmen. Müssen wir jetzt eigentlich die Investition tätigen oder wie würdest du da jetzt vorgehen? Mhm. Gut, das ist natürlich eine sehr gute Frage, ist aber auch eine sehr individuelle Frage, wo jedes Unternehmen vielleicht ein bisschen anders muss für sich beantworten. Natürlich haben wir mit der ganzen Pandemie einen extremen Boom hinter uns. Es war auch klar, dass das nachher irgendwie wieder abflacht. Nicht für jeden wahrscheinlich. aber ich denke, wir sind alle auf höherem Niveau geblieben. Ich glaube, es gibt niemanden, der auf ein Niveau vor Corona wieder abgesunken ist. Aber ja, du hast recht, es gibt gewisse Produkte, für gewisse Segmente ist es eben auch gut oder ein Bedürfnis der Konsumenten, das offline quasi zu konsumieren oder einzukaufen. Und ich glaube, dort daraus aus kann man aber auch wieder spannende Vorteile für sich selber rausholen, mit Stichwort Omnichannel, als man dort die Verbindung ganz bewusst schafft. Wir sind jetzt so ein Konzept dran mit Online-Job und Einkaufsläden, wo zum Beispiel gar kein Personal mehr hat, wo du im Online-Job eigentlich siehst, was komme ich dort über und das dann dort kannst du holen. Also solche Konzepte, wo man quasi das Offline und das Online dort verschmelzen, ich weiss, man redet schon lange davon, ist auch nichts Neues, aber ich glaube, es gibt dort einfach ganz viele Chancen, die jedes Unternehmen für sich kann nutzen kann. Ich meine, auch ein Weinshop, etwas so Emotionales und irgendwo auch Haptisches, wo ein Online-Shop für einen Wein finde ich hervorragend. Wenn ich weiss, was ich will, kann ich schnell durchsuchen. Ich bin extrem effizient, ich komme es heimgeliefert über. Ich gehe aber auch extrem gerne in einen schön eingerichteten physischen Store. Vielleicht nicht gerade, wenn ich etwas brauche, weil ich 2 Tage besuche. Aber wenn ich Zeit habe, wenn ich zum Beispiel mal auf Zürich gehe und einfach einen Tag in Zürich verbringe, wenn ich irgendwie neu in der Ferien bin und eine Stadt gehe besuchen und dort einen tollen Weinshop sehe. Also ich habe das Bedürfnis immer noch. Dann sage ich nicht, hey, ich gehe jetzt nicht in den Laden, ich bestelle es dann online. Nein, weil das Erlebnis ist doch ganz anders. Und ich glaube, das wird auch in 10, 20 und 50 Jahren noch so sein. Ja, das stimmt schon. Weg vom rechtlichen Thema. Was sind eigentlich die Herausforderungen, wenn es über den Benchmark macht? Der weiss, er hat das Problem. Wo muss er anfangen? Was ist das, was einem eigentlich im Weg steht, um wirklich in die richtige Automation zu gehen?
Also das ist eigentlich genau das Resultat, das aus dem Benchmark, aus dem Selbstcheck herauskommen kann. Oder? Der Benchmark besteht aus rund 32 Fragen, die 6 Dimensionen abdecken. Und dort sieht das Unternehmen nachher sehr genau, wo bin ich im Vergleich zu allen Teilnehmern, die mitgemacht haben, gut unterwegs, vielleicht sogar besser, und wo bin ich schlechter. Was wir jetzt sehr schön herausgesehen haben aus der Umfrage, ist, dass gewisse Bereiche sind die Schweizer Unternehmen, also immer die teilgenommen haben, schon sehr weit. Zum Beispiel Performance, also Stabilität, Zuverlässigkeit vom Shop oder von den Server schneiden die Unternehmen sehr gut ab. In der Dimension Organisation ebenfalls. Also offenbar ist mit den Schweizer Unternehmen, was E-Commerce angeht, ist das gut verankert in der Geschäftsleitung im VR. Aber das ist ein Selbstbild, das du ja eigentlich machst. Ja, genau. Wie ist denn effektiv? Ja, wo ganz viele Unternehmen noch extrem viel Potenzial haben, und das hat mich selber überrascht, ist zum Beispiel in der User Experience, in der Oberfläche. Und zum Beispiel eine ganz konkrete Frage, die wir gestellt haben, ist, wie tut das Unternehmen seine Kunden, also die Endbenutzer schlussendlich von dieser Shop-Lösung, in die ganze Entwicklung, in die ganze Konzeption mit einbeziehen? Ja, wahrscheinlich gar nicht. Das machen die wenigsten. Und das ist eigentlich Hanebüchen. Wir haben seit 10 Jahren reden wir von UCD, User-Centered Design, als man der Anwender, der das Ding am Schluss bedienen soll, muss involviert werden. Was hat er für Bedürfnisse, was hat er für Anforderungen, wie tut er sich verhalten? Und es wird nicht gemacht. Okay. Finde ich recht krass, weil eigentlich sind ja die, oder man versucht mit Daten, Analytics und Co. irgendwie Feedback zu holen und eigentlich zu verstehen, was da eigentlich das Problem ist. Hi, ich bin die digitale Assistentin von Chris Bejella. Willst du Content produzieren, der nicht nur gehört, sondern auch gefunden wird? Dann melde dich bei Beyonder, deiner Agentur für contentgetriebenes Marketing. Werbung Ende. Jetzt, ich habe es vorhin angesprochen, es ist ja so ein bisschen in Innensicht. Oder wenn du die 32 Fragen machst, ist ja, wie schätzt du dich ein? Oder? Eigentlich müssen wir doch das umkehren. Eigentlich müssen wir doch Fragen stellen, um herauszufinden, wie bereit sie sind. Also sie müssen eine Antwort geben und basierend auf diesen Antworten kann man rückschließen, sind sie wieder oder sind sie nicht. Weil es gibt ja Sachen wie Organisation, Logistik und so weiter, die man nicht von außen sieht. Gibt es da irgendeine Möglichkeit oder sind sie da dran? Oder willst du das irgendwie noch beleuchten? Oder sagst, nein, das ist eigentlich im Moment noch wirklich so Selbstbestimmung, wo sie dran sind. Also auf eine Art, das ist eigentlich genau das Ziel von diesen Fragen, als ein Unternehmen, ein E-Commerce-Verantwortlich von einem Unternehmen, der diesen Benchmark macht, der weiss ja, wie sein Job aufgesetzt ist. Der weiss ja, gibt es Schnittstellen, der weiss ja, sind die Daten vollständig im Shop. Okay. Der weiss, dass ich schon KI einsetzen für meine Datenaufbereitung. Anreicherung und so weiter. Also in dem Sinn ist das schon, glaube ich, eine Innensicht, nicht eine Aussensicht. Wir können das nicht ausfüllen für ein Unternehmen, sondern das Unternehmen macht das selber. Und darum finde ich, ist das schon recht präzise, was dort rauskommt. Okay. Natürlich kann es einen schönigen. Natürlich kann einer sagen, ja, wir sind überall super, aber ich meine, der bringt den Benchmark nichts. Oder? Das stimmt. Ich mag mich so an die Zeit erinnern, nachdem ich bei der MySign begangen habe, habe ich bei Sirup, dem Joint Venture von Coop und Swisscom, ja. Cleverige Joint Venture. Ja, genau, da bin ich, das weißt du ja. Ich bin da für Produktdaten und redaktionelle Content zuständig gewesen. Also das Thema Produkt oder Daten, so, das fühle ich. Und ich kann sagen, bei einer halben Million Produkt ist das nicht ganz so einfach. Gerade mit Attributierung bist du irgendwie mal bei keine Ahnung, wie viele Millionen Datenpunkte wir waren. Es war eine riesige Bütze, das alles einzupflegen. Und vor allem manuelle Handarbeit. Warum? Oder wenn du ein Produkt überkommst, du hast in der Regel selten bis manchmal hast du mal Daten vom Hersteller, manchmal halt nicht, dann musst du schon mega viel investieren. Du bekommst mal so die technischen Datenblätter, aber all die Verkaufsargumente rundherum, das wird irgendwie der Retailer überlassen. Was es mega schwierig gemacht hat für einen Marktplatz von 7 Jahren. In der Studie kommt jetzt raus, Produktdaten, überhaupt kein Problem. Ich kann sagen, vor 7 Jahren oder knapp vor 6 Jahren, keiner hat wollen oder können Daten in irgendeiner Form strukturiert anliefern. Alle mega uneinheitlich. Im Gegenteil, habe ich herausgelesen,
dass Bonitätschecks ein Problem sind oder dass die automatisierte Kunden-Account-Kontoerstellung nicht funktioniert. Habe ich irgendetwas falsch verstanden? Ja, das ist natürlich etwas, wo, also gerade das Letzte, was du gesagt hast, der Kundenaccount, das ist tatsächlich so, also insbesondere im B2B, da ist sich sehr viele Unternehmen schwer mit der automatischen Kundenkontoerstellung, weil sie sagen, wenn ein neuer Kunde kommt, dann wollen wir den zuerst sehen und den überprüfen und überlegen, soll der wirklich Kunde werden von uns. Und das ist häufig so, dass das nicht durchgängig ist, dass es dort eben so einen genauen Bruch gibt. Ich darf zwar sagen, wie viel für B2B und B2C in der Umfrage sind prozentual ungefähr? Es ist eine Mehrheit B2B. B2B ja. Okay. Eine grosse Mehrheit war B2B. Und dort kann aber ein anderer Ansatz, wenn wir jetzt wieder an die Automatisierung denken, kann sein, hey, Leute doch einfach einen Account machen und Leute den einkaufen, weil der macht vielleicht am Samstagmorgen sein Büro, den Handwerker, und will dann etwas bestellen und jetzt hat er noch keinen Kundenaccount. Leute das den machen. Die könnten dann immer noch, dann kommt das nicht am Sonntag geliefert über. Die könnten nachher immer noch am Montag schauen, was haben wir alles für neue Kunden, die sich registriert haben, was haben die bestellt, gibt es da irgendein Issue oder können wir das ausliefern. Aber nicht die Hürde schon vorne ansetzen beim Kunden, als man ihn hindert daran, etwas zu bestellen. Oder? Und das ist, genau das ist Automatisierung. Ja, das klingt einfach und irgendwie so für die meisten ja. So easy. Es ist auch nicht immer, es muss auch nicht immer ein Riesenprojekt sein, oder es muss auch nicht immer irgendwo eine Software, eine Weiterentwicklung sein, ein Softwareprojekt. Manchmal sind es einfach Regeln, die man anders definieren muss. Ja, wie man sich gesagt hat, oh ja, ich habe vielleicht noch einen Lieferant oder ich liefere an jemanden, der das weiterverkauft, dann muss ich mir überlegen, Preise und so weiter, wollte ich das öffentlich machen. Okay, verstehe ich. Wenn du sagst, man muss halt immer etwas entwickeln, gibt es Systeme, die du brauchst, um E-Commerce Automation umzusetzen? Gibt es da irgendetwas, wo man explizit kann sagen kann, hey, das brauchst du, damit das geht? Oder kann man es mit jedem System? Nein, ich glaube, eben gerade nochmal, weil es so ein umfassender Ansatz ist, kann man nicht einfach sagen, das Tool brauchst du. Das ist bei der Marketing Automation ein bisschen anders. Oder? Da gibt es ja zwei, drei Tools, die die perfekte Welt dir bieten, was Marketing halt kostet einfach ein Heidegeld. Genau, und es ist vor allem auf dem Werbeflyer steht das, und wenn du wirklich in der Teufel gehst, schauen, längst du auch dort meistens nicht, also einfach ein Tool alles kann. Aber nein, es geht eigentlich in diesem E-Commerce Automation Ansatz auch nicht um ein Tool, es geht wirklich um ein Verständnis, um eine ganzheitliche Sichtweise auf ein E-Commerce. Und natürlich spielt dort Software mit, eine Shop-Lösung, aber vielleicht auch eine Marketing-Lösung, die nachher integriert ist. Aber es ist mehr als einfach ein Tool. Es ist massiv mehr. Es ist mehr so ein Mindset. Man sagt ja, E-Mail-Marketing-Automation oder Marketing-Automation allgemein geht es ja auch nicht um ein Tool. Es ist genau gleich wie CRM. Es ist ein Mindset. Ja. Jetzt, eben von diesen sechs Feldern geht ja in der Studie vor, Custom Experience und Marketing und vor allem Content sind noch recht ausbaufähig. Also das Potenzial ist schon nicht ausgeschöpft. Wie sieht in deiner Meinung nach der perfekte zukünftige Online-Shop aus mit gutem Content und mit guter Customer Experience? Perfekt. Ja, oder einfach in der Zukunft. Und vielleicht nicht perfekt, ist das ein bisschen hochgegriffen. Wenn du sagst, look, verglichen mit den Shops, die du heute siehst, läuft das nicht gut, das würdest du eigentlich gerne irgendwie anders beleuchten oder anders darstellen. Ja, der perfekte oder einen sehr guten Online-Shop, der das tut eigentlich drei Stakeholders happy machen, von mir aus gesehen. Und das muss auch nicht ein kleiner Shop oder das muss nicht perfekt automatisiert sein, aber vielleicht den Fokus setzen, damit ich zu diesem Ziel komme. Oder wenn ich die drei Stakeholders, nämlich das Unternehmen, der Kunde und die Mitarbeiter, wenn die drei happy sind, dann habe ich eigentlich ziemlich viel schon gut gemacht. Also, um das noch ein bisschen zu konkretisieren, das Unternehmen will einen rentablen Shop, der irgendwo auch etwas abwirft, nicht einfach nur ein Kostenpunkt ist, also wirklich auch eine Wertschöpfung rausschaut. Der Kunde will happy sein mit seinem Bestellprozess, dass er im besten Fall das nächste Mal wieder kommt, kann bestellen und nicht irgendwo wegen einer Hürde oder wegen einem Unterbruch, wegen einem Frust sagt, bei dem bestelle ich nie mehr. Also happy customer. Aber auch der Mitarbeiter, du hast es vorhin selber beschrieben, von deiner Tätigkeit bei Sirup, das Repetitive, das Mühsame, das Manuelle,
das ist eigentlich ein Pain. Und wenn wir dank Automatisierung eigentlich genau die mühsamen Jobs können minimieren können, die gemacht werden müssen, die jeden Tag anfallen, die aber extrem mühsam sind. Produkttexte schreiben. Genau. Support-Anfragen beantworten, für immer die gleichen Fragen. Wenn wir das automatisieren können, dann hat der Mitarbeiter mehr Zeit für viel motivierendere, wertvollere Aufgaben, wo er vielleicht konzeptionell weiterdenken kann, wo er auch irgendwo sich mal für etwas mehr Zeit nehmen kann, für einen frustrierten Kunden, der irgendwann nicht zu viel ist, mal auf den eingehen, mal wirklich Zeit investieren. Und damit ist er auch wieder happy in seinem Job. Und ich glaube, dann hat man einen guten Job, wenn wir die drei Stakeholders eigentlich, wenn die happy sind. Ja, also eben das Produktbeschreibungsthema, das war ein Leitungsthema, das ich dazu noch mega fühle. Wir haben da die ersten Versuche mit AI gemacht dazu mal, und da haben wir einfach Produktdaten hineingegeben und haben einfach so einen Text bekommen, wie dieser Computer ist mit Pentium irgendetwas ausgestattet. Hat natürlich nicht wirklich Sinn gemacht, wenn ich mir überlege, wie das heute wäre. Also mit OpenAI, mit den Daten, die hinter dran sind, wo viel akkurater oder bessere Sachen gibt, oder neue von Flash und Jasper und Co. Finde ich recht geil. Wenn ich aber so ein bisschen anschaue, Custom Experience und Content. Ich finde, im E-Commerce machen wir einen entscheidenden Fehler. Wir denken immer vom Brand aus oder vom Produkt. Und alles dazwischen, das geht irgendwie unter. Also, was meine ich damit? Sind Kategorieseiten, so der Mid-Tail-Bereich. Oder ich suche nach einem Thema und Shops werden immer grösseres, breites Sortiment. Die werden immer mehr in der Mitte haben, immer mehr so weiche Seiten. Und wenn ich heute auf eine Kategorieseite gehe, dann ist es einfach 100 Produkte und 25 Millionen Filter. Da überfordert ja der Kunde. Eigentlich müsste ich doch genau da ansetzen, Custom Experience Content Marketing. Ich will in einem Bereich mega gut werden, will mich da fokussieren. Und dann müsste ich ja eigentlich die ausbauen. Absolut. Und dann könntest du auch viel gezielter Werbung machen. Das ganze vordere Teil kommt da viel besser. Für mich, ja, bin ich voll mit dir einig. Das ist für mich ein perfekter Case für KI. Oder? Du könntest in einer KI sagen, schau, aus dem ganzen Portfolio hier, aus dieser Kategorie raus, aus all diesen Produkten, die ja hier vorhanden sind, die beschrieben vorhanden sind, Fotos vorhanden sind, machen wir eine Kategorieseite, wo quasi zusammen übergreifend das beschreibt, was ich hier finde, wo vielleicht auch irgendwo noch eine emotionale Bildsprache reinbringt. Perfekter Case, eigentlich. Weil du hast alles vorhanden. In den Details ist alles vorhanden. Jetzt musst du es eigentlich noch aufbringen. Ja, das ist ja so. Hey, es war ziemlich spannend, so über das Thema etwas zu erfahren. Und ich hoffe, dass auch die Hörer und Hörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen etwas profitiert haben. Ihr merkt jetzt, es wird immer wie Leute da. Wir sind im Garten, wir haben technische Probleme gehabt. Ich hoffe, dass jetzt alles klappt. Eine letzte Abschlussfrage, Reto, habe ich an dich. Welche Online-Shops sollte man deiner Meinung nach im Moment anschauen, wo du sagst, hey, die kommen sehr, sehr nah an das an, wo man eigentlich sollte jetzt haben, damit man gegen Amazon, Digitec, Galaxus und Co. bestehen kann? Ja. Das ist eine Frage, die sehr, sehr weit geht. Es kommt auch wieder darauf an, aus welcher Branche bist, was... Nehmen wir zum Beispiel mal B2B. Ja. Wenn du einen B2B-Shop sagst, einen, den man von außen zugänglich anschauen kann, wo man so ein bisschen versteht, um was es geht, welchen würdest du empfehlen? Also, da muss ich fast ein Beispiel von uns selber nehmen. Zufällig, nein. Ich glaube, was B2B angeht, der Shop von der Firma Nussbaum, wo wir schon seit ganz vielen Jahren im E-Commerce betreuen, der Shop, den sie heute haben, das ist das vierte Redesign oder Relaunch, den wir schon gemacht haben, der ist wirklich, glaube ich, ein Benchmark, wo man darf anschauen oder eben als Benchmark nehmen. Er ist einmal optisch und von der Usability her sehr gut, ist aber auch von den Möglichkeiten mit Produktkonfiguratoren, mit Kundencockpit, wo sehr umfassend ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel. Also ich gebe ein bisschen Kontext für die, die es nicht kennen. Ich kenne es natürlich noch von früher. Nussbaum, eine Sanitärfirma, wo natürlich sanitäre Ware einkauft. Und ich mag mich noch an den Game-Changing-Moment, das ist auch mittlerweile 10 Jahre gewesen, erinnern, wo sie gesagt haben, hey, der Sanitär auf der Baustelle kann ja mit dem Barcode, das Produkt nachher bestellen. Und man hat immer die Hände verworfen und gesagt, nein, das geht doch auf keinen Fall. Warum sollte das können? Geht natürlich zum Einkauf im Innendienst, wo sagt, ist gut, ist nicht gut. Und es wird gerade entsprechend auf die Baustelle geliefert. Das ist so ein bisschen einer von den coolen Cases, wo ich jetzt noch kenne, und das Kundencockpit nehme ich an, in den letzten 10 Jahren ist noch weiter ausgebaut worden. Absolut, ja. Gut. B2C? B2C finde ich, um bei unseren Beispielen zu bleiben,
finde ich eigentlich Flyerline ein sehr gutes Beispiel, eine Online-Druckerei, wo auch ein langjähriger Kunde. Und der hat unter der Haube ist der hochautomatisiert. Also der hat wahrscheinlich etwa 1 Million verschiedene Produkte, wenn du alle Konfigurationen anschaust. Und das kannst du alles als User sehr einfach auf dem Shop konfigurieren mit Anzahl Farben, Papier und was es alles gibt und Lackierungen und Zeug und Sachen. Und dort ist der Shop, der ist quasi unter der Haube ist so komplex. Also wir haben die ganzen Berechnungen, Produktberechnungen, die haben SAP nicht machen können, das ist zu komplex. Also haben wir sie im Shop müssen abbilden. Und das geht heute so weit, dass auch intern die Leute von Flyerline eigentlich den Shop brauchen, zum Produktberechnungen vornehmen, um ein Angebot machen zu können. Und in der Usability schlussendlich, was entscheidend ist für einen Kunden, für einen Konsument, trotzdem sehr simpel. Ja, kann ich bestätigen, ist auch ein Projekt, wo ich lange mitgearbeitet habe, ja, und die eine oder andere Geschichte noch mal erinnern, wie ich mal bei dir im Büro haben müssen stehen. Das eine oder andere graue Haar bekommen. Ja, da habe ich noch weniger Barthaar gehabt. Aber um mal von den meisten Kunden wegzugehen, hast du noch einen anderen B2C-Shop, wo du sagst, den findest du als Anwender mega cool, wo du regelmäßig bestellst und sagst, hey, das wär's. Ja, also im Elektronikbereich gibt es verschiedene sehr gute Beispiele. Also, eben, ich könnte jetzt wieder unser Beispiel nehmen. Faust, wo sicher sehr weit schon geht, was die Experience und die Automatisierung angeht. Aber auch natürlich, auch ein Galaxus Digitec ist eigentlich sicher ein Vorzeigebeispiel in der Schweiz, wo man sehr viel lernen kann, wenn man auf dem Shop ist, aber auch ein Brack. Oder hast du noch einen Nischenplayer, weißt du, wo jetzt nicht gerade so gross ist, Elektronik, irgendwie, ich weiss doch, eine Dekoration oder in einem ganz bestimmten Bereich etwas, wo du sagst, der ist jetzt positiv aufgegangen, Möbel, wie auch immer. Du fragst, du löcherst mich richtig. Also weißt du, wenn du keinen weißt, dann ist auch gut. Die Sonne kommt immer tief, man sieht man auf dem Bild wahrscheinlich eh auch nicht mehr. Sonst kann man den vielleicht nachliefern. Ich sage auf jeden Fall mal Danke. Danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, wir haben einige Probleme gehabt bei der Aufnahme und haben eins oder andere müssen wiederholen. Ich hoffe, ihr habt nichts davon gemerkt. Und es ist eine mega coole Location, auch wenn es jetzt hier im Hintergrund ein bisschen am Sageln war, sollte man nicht so viel davon mitbekommen. Das war nicht geplant, gell? Ist da noch irgendwie die Handwerker? Das gehört dazu. Ich war letztens auch an einem Podcast und plötzlich klopft es und tätscht es. Und dann ist das Mikrofon irgendwie hinter der Rückkopplung. Das gibt es. Es wäre eigentlich viel schöner gewesen, wenn die Fröschchen gewacht hätten da im Hintergrund. Ja, die haben gefehlt, gell? Die haben gefällt, die Frösche. Nein, hey, danke dir vielmals. Für alle, die es noch nicht kennen, das ist der E-Commerce Automation Report. 2023 zusammen mit der FHNW gemacht. Ihr könnt die in den Shownotes entsprechend oder in der YouTube-Beschreibung finden. Da alle Links dazu, die wir erwähnt haben. Macht doch mal den Benchmark. Und wenn ihr Fragen habt, dann kommentiert das. Fragt den Retro. Ihr findet auf jeden Fall irgendwo sicher Hilfe. Danke vielmals fürs Zuhören und Zuschauen. Merci vielmals, Reto, bist du da gewesen. Schön, bist du da gewesen. Danke vielmals. Das war der. So, endlich wieder eine echte Stimme. Marketing Booster kann sich nicht mehr leisten. Hilf ihm Chris und seinem Team und empfehle den Podcast weiter. Und schreib endlich eine Bewertung. Weil dann gibt es wieder mehr Realität. So wie mich.